Ich weiß ja, dass Leon es wahrscheinlich nicht sehr leiden kann, wenn wir ihn warten lassen, aber ich muss trotzdem erstmal meine Begrüßung durchführen. Willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix 2.5 HD Remix. Beigefügt sei noch, dies ist der erste Part, den ich mit meinem neuen Laptop aufnehme, dem Monster unter den Monster-Laptops. Nein, ich wollte einfach nur das sagen, einfach aus Spaß. Und Sora hat irgendwie einen leichten Linksstrahl gerade. Warum macht er das, Sora? Hör auf. Tschuh! Sora, egal. Keine Ahnung, vielleicht hat mein Controller irgendeine Macke. Egal. Wir wollten jetzt, irgendwo hingehen, wo Leon halt ist. Ich habe vergessen, wo er gesagt hat, wo das ist. Aber egal. Wohnviertel. Es ist garantiert nicht, wo diese Dinger sind, Mann. Und in dein Gesicht, Mann. Ich finde es schön, dass dieses Abwehrsystem uns hilft. Und Donald macht gar nichts. Naja, gut, eigentlich hat Goofy nichts gemacht. Aber Wayne. Eine Klimaanlage. Merlin hat eine Klimaanlage, aber vor allem so richtig beschissene Fenster, ne? So Holzfenster mit übelsten Rillen, wo übelst der Durchzug sein kann, aber eine Klimaanlage. Hightech gegen Mittelalter. Er konnte sich wohl nicht entscheiden. Schatztruhe. Die ist wichtiger als ihr. Mann, ey. Leider habe ich meine Driveform gerade aufgebraucht, wie wir aus dem letzten Part wissen. Da habe ich meine Wut rausgelassen. Naja, gut, ich wollte sie euch einfach nur mal zeigen. Deswegen haben wir 0 Drive-Punkte. Wir können erst wieder ab 3, glaube ich, uns verwandeln. Ja, 3 war's. Mann, ey, in dein Gesicht. Oh, er stirbt nicht, ey. Kann man's denn glauben? Ey. Ach ja, und wir haben Magie von Merlin halt, ne? Oh, das ist Donald. Ich dachte, das wäre ein Herzloser. Sorry, Donald. Kann man dich leicht verwechseln, nicht wahr? Was ist das? Dieser Kran wird dazu eingesetzt, die Stadt wieder aufzubauen. Das ist ein Kran? Achso, ja, da. Wow, das ist... Wow. Eher um Schrott aufzuheben, oder was? Naja. Abilitamin, sehr schön. Hier wimmelt es nur so vor Sticker. Aber egal, wie nah dieser Sticker hier auf dem Dach scheint, er ist nicht erreichbar. Noch nicht. Und da fliegen irgendwie Regenschirme bei Merlin umher. Naja, gut, er wollte wohl seinen eigenen Charme wenigstens nochmal dazugeben zum Haus. Wenn schon ein bisschen Technik, dann mit mittelalterlichen Charme. Aber das hat er ja eigentlich durch die Fenster schon geschafft. Naja, da kommt man auf jeden Fall... Also, sicherlich kommt man mit übelsten Getrickse hin. Aber da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust drauf, weil später wird es epidermisch einfach sein, den zu bekommen. Warum sage ich epidermisch einfach? Egal. Epidemie für euch. Oh, ein Driver. Mit einem Driver füllen wir eine Drive-Leiste auf. Also ein Punkt dazu. Ganz praktisch. Aber setze ich eher selten ein. Sage ich jetzt schon. Noch eine Schatztruhe. Hier ist wirklich alles voll Schrott, ey. Ja gut, aber man muss bedenken, die Häuser haben sie ja alle quasi in dem Jahr, wo wir weg waren, jetzt gebaut. Also dafür ist es schon eine Leistung. Muss man ja schon mal sagen, ne? So, ich denke mal, hier wollt uns Leon treffen. Seht euch das an. Ja. Wir möchten, dass Hollow Bastion wieder so wird, wie es früher war. Wer weiß, vielleicht sogar ein noch besserer Ort. Es gibt noch viel zu tun, aber wir werden mit allem fertig. Mit Ausnahme davon und davon. Sexy. Überlasst ihr uns. Ich verlasse mich auf euch. Also, Sora, du weißt, was hier los ist? Da ist dieser Carlo, der die Herzlosen für irgendwelche dunklen Zwecke einsetzt. Aber zum Glück ist er nicht nur finster, sondern auch dumm wie die Nacht. Unsere Hauptsorge gilt also... Der Organisation 13, die diese Niemande befehligt. Du hast gerufen... Du machst dich gut. Fester! Das schreit nach einer Feier. Ja.
Tür ist zu, aber das ergibt gar keinen Sinn. Die können sich doch locker durchporten oder so. Ein auf den, die Tür hält sie auf. Egal, beschütze das Zugangstor zur Stadt, in der du die niemanden besiegst. Na klar, Mann. Ey, die wollen wirklich nur zur Tür hin. Oh, das System spielt mit uns mit. Yeah, Mann, wir haben eine Drive-Leiste schon wieder voll. Und Leon hilft natürlich auch. Den vergiss ich glatt mal. Was macht denn der da in der Luft? Ey, er chillt sein Leben. Ey. Wow, wow, wow. Ey, 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 ey. System, hilf mit. Und Angriff. Yeah, yeah. Yeah, Mann. Level up. Na, nicht getroffen. Verdammt, Mann, lass das System in Ruhe. Ich meine, die Tür. Beides. Wow, gut gemacht. Du kannst Feuer, ich kann Eis. Und zack. Oh, ein Samurai. Aua, aua, au, au, aua. Ey, ey, aua. Ey. Verdammt, meine Magie ist leer. Na egal. Die haben keine Chance hier. Ja, yeah, Mann. Es sind so viele. Warum sind es nur so viele? Hilfe. Aua. Erstmal ein Potion, Mann. Boah, lass doch mal diese scheiß Tür in Ruhe. Leon, mach doch mal was. Stellungsspiel. Verdammt, Mann. Hör auf, deine Schwing zu reden und greif lieber an, Leon. Oh, meine Magie steigt so langsam auf und ich find's witzig, dass Donald und Goofy Level-Ups bekommen, obwohl sie gar nicht mitkämpfen. Aber Wayne. Money. Christine und den und den. Alter. Und den hier noch. Du willst mucken? Mach ihn fertig. Ich mach mit. Wir haben das Feuerelement erhalten. Das Schlüsselschwert. Eine wahrlich großartige Waffe. Wäre sie doch nur in fähigeren Händen. Zeigt euch! Organisation 13. Schön, dann tragen wir es aus. Wie schade. Und ich dachte schon, wir könnten Freunde werden. Halt! Was soll das denn, Tja? Nicht so stürmisch. Du störst. Sag, findest du es etwa höflich, mir so etwas an den Kopf zu werfen? Aus dem Weg, hab ich gesagt. Starke Worte. Aber damit kannst du den Lauf der Dinge nicht beeinflussen. Dann räumen wir dich eben aus dem Weg. Schon besser. Das könntet ihr vielleicht, wenn ich irgendwer wäre. Aber das bin ich nicht. Ich bin von der Organisation und gewiss nicht irgendwer. Ha, an der Seitenlinie rumstehen und die niemanden für sich kämpfen lassen, aber den Starken markieren. Jetzt aber. So harte Urteile ohne Überblick fällt man besser nicht. Dann heul doch. Mitnichten. Ich erinnere dich daran, wie stark die Truppe ist, mit der du es hier zu tun hast, mein Lieber. Erinnern? So ist es recht. Er hat mich auch immer so angesehen. Du glaubst wohl, du könntest mich aus der Fassung bringen mit deinem wirren Geschwätz. Tja, wer weiß das schon? Sei ein braver Junge! Warte! Verflitzt, er ist weg! Das war schräg. Wer hat ihn auch immer so angesehen? Ach was, ich bin mir sicher, er wollte dich bloß verwirren. Ja, du hast recht. Ich bin ich. Das Hollow-Bestien-Wiederaufbaukomitee-Ehrenmitglied. Was geschieht?
Könnte das vielleicht? Verstehe ich. Das ist eines der Tore, von denen Yen-Zid sprach. Oh, Yoda! Tut uns leid, Leon. Aber andere Welten warten auf uns. Die Organisation 13. Sie sehen stark aus. Passt auf euch auf. Man sieht sich. Na klar, und schon haben wir einen Geheimanzeigenbericht bekommen. Die Organisation 13. Ich fand den Spruch ja von einem von denen ganz cool, dass er gesagt hat, muss ich dich etwa daran erinnern, mit wem du es hier zu tun hast? Weil erinnern, in Chain of Memories hat Sora ja bereits gegen ein paar der Organisation gekämpft, aber er erinnert sich ja nicht mehr dran, deswegen kleiner Insider daran. Do my eyes deceive me? Does he really have the power to wield the Keyblade? He's nothing but a boy. Give him a chance. It means he's straight as an arrow. He's pure of heart. Unlike all of us here. He had better be. Or else he's worthless. I truly hope he's enjoying himself on his adventure. Maybe he'd like a hand to determine his fate. Hey, as long as it works in our favor, we can let him do what he wants for now. Then we'll all jump in if needed. Those are bold words coming from you. Are you saying you'll volunteer to take care of it if things go wrong? Huh? What? Me? No, you have the wrong guy. I'm not comfortable with that. You act as though you have a conscience. When was the last time any one of us felt anything? Truer words were never spoken. Well, I suppose the fun will have to wait. Do you know what happens to those who lose their true purpose? Inevitably, they destroy themselves. Gentlemen. The hero of the Keyblade has embarked on a new adventure. Make sure it is one he will remember. Now go. Na, die Welt haben wir schnell abgeschlossen. Gleich zwei neue Welten. Und Twilight Town ist unzugänglich. Ja, passiert wohl. Benutze den linken Stick, um den Gummijet zu steuern. Fliege den kosmischen Pfad auf dem Bildschirm an, der durch ein Tor gekennzeichnet ist. Wenn du an deinem Ziel angelangt bist, drücke Dreieck, um zu landen. Man kann nicht auf Welten landen, die nicht mit kosmischen Pfaden verbunden sind. Mache die kosmischen Pfade passierbar, um sie mit den Welten zu verbinden. Ja, das ist hier dasselbe wie in Kingdom Hearts 1. Man muss quasi eine Gummijet-Mission machen, bevor man in die Welt kann. Allerdings sind die in diesem Spiel viel, viel besser. Jetzt bin ich aber gerade überlegen, welche war eigentlich die erste Welt nochmal. Ich glaube, es war die hier. Deswegen gehe ich auf den Asteroidenpfad. Wir werden erstmal nur diese Gummijet-Mission in dem Part noch machen. Das Level an sich betreten war dann erst im nächsten Part, meine lieben Freunde. Also, Einsatz fliegen zum Asteroidenpfad. Ja, wir können uns hier, wie gesagt, wieder eigene Gummijets bauen, aber ich glaube, ehrlich gesagt, ich werde das dieses Mal nicht machen, weil erstens
Es macht mir einfach keinen Spaß. Im ersten Teil habe ich es ja gemacht, aber wir kriegen hier ganz gute Vorbauten, die ich dann immer nutzen werde, weil die wir nach und nach freischalten. Ja, und ich will mich auch nicht großartig hier beschäftigen, deswegen einfach Start. Hier sehen wir unsere ganzen Blaupausen, die wir halt noch freischalten müssen. Unser erstes ist Highwind, eine Anspielung natürlich an unserem ersten Gummijet aus Teil 1. Aber der hieß doch Derpy. Na egal, Spezialmodelle und eigene Entwürfe. Wir haben momentan eben nur Highwind. Da unten rechts sehen wir die Verteidigung, die Angriffskraft, dann glaube ich irgendwie Geschwindigkeit. Er hat auch glaube ich Raketen oder so. Ah, ich habe keinen Plan, Mann. Kämpfen wir einfach. Los geht's, Mann. Jetzt die Frage, wo ist dieser Hangar eigentlich gerade? Von wo starten wir? Weil ich glaube nicht, dass Hollow Bastion so einen Hangar hat. Naja, Leute. Seid ihr bereit? Alles klar, Mann. Und los! Ready? Wow, go! Es ist ein Junge! Wer weiß. Ach ja. Gummi-Luftkampf-Tipps. Grundlegende Steuerung. Benutze den linken Stick, um die Gummi-Chat zu steuern und X, um zu schießen. Danke, Mann. I'm Bio Boy. Ja, Mann, du sagst es. Los geht's. Na, ich crashe schon nicht in irgendwas rein. Oh, was willst du, Mann? Du stinkst. Ja. Wie gesagt, also, oh, das sind Zeitbomben. Unbedingt töten, weil sonst kommen die zu euch und explodieren und machen euch Schaden. Wenn die sie früh genug zerstört, dann explodieren sie beim Gegner und zerstören die alle. Also die sind viel besser gestaltet als in Teil 1. Sieht man ja jetzt schon, wie geil die gemacht sind. Viel besser, viel, viel besser. Ja, stirb. Achtung, Mann, was? Was? Hilfe. Okay. Nein. Was willst du, ne? Ja, dachte ich mir. Und du? Ja. Yeah. Einziger Nachteil, man muss X die ganze Zeit mashen. Also man kann ihn nicht gedrückt halten. Ist ein bisschen belastend irgendwann mal für den Daumen, aber hey. Die roten sind die seltenen. Die geben aber besondere Teile, zum Beispiel Entwürfe oder halt Gummis. Ja, die haben Schilder, die kann man nur von hinten treffen. Und zwar genau jetzt! Ja. Stirb! Ja. Da kommen auch später noch wirklich richtige Bosse auch. Also das ist ziemlich, ziemlich geil. Ja, das war schön. Eisgummi. Ah, Zeitbombe. Ja, bam. Oh, guck mal, da eine kleine Staffelete da unten. Oh, da haben wir einen goldenen besiegt. Der hat uns was richtig Seltenes gegeben. Neonröhrengummi. Na cool, hört sich eher an wie ein Accessoire, was einfach nur zum Angeben ist. Aber hey, we can live with that. Wow, yeah. Ich hoffe, man hört nicht die ganze Zeit, dass ich da rummesche. Flachkopf, bitte. Oh, goldener. Ja, Mann, erwischt. Und wir halten Typhoon-Gummi. Was auch immer das bringt. Und du stirbst jetzt auch? Der trifft mich gar nicht. Wie schießt der? Voll der Idiot. Ah, die kleinen Fussel hier oben, die sind immer ganz schwach. Wow, das habe ich nicht so gemeint. Müsst ihr euch nicht gleich gegen mich auflehnen hier. Wie kann man eigentlich nach hinten schießen? Wir sind gerade nämlich wirklich rückwärts gewesen und haben anscheinend hinten auch Kanonen. Oh, Bombe. Ja. Das sind alles so Punkte. Also eigentlich gar nicht so viel wert. Nur Asteroiden. Ja. Aber naja. Ich denke mal, dass oben links... Oh, das ist unser Rang für die Mission. Je höher der ist, desto besser. Aber naja. Missionen Typen 1 und 2 freigeschaltet. Ja, diese Missionen, die werde ich ehrlich gesagt nicht machen. Weil die Missionen waren schon in Teil 1 scheiße und ich finde sie hier ebenso scheiße. Man könnte dann meckern, ja, das ist nicht 100%, aber meine Güte, regt euch nicht auf. Die Missionen sind wirklich scheiße. Immer. Ich mache immer nur die normale Gummijet-Mission, schalte die Welt frei und fertig ist. Okay, es gibt genügend Gummijet-Missionen, ihr werdet was zum Lachen haben. Da müsst ihr nicht auch noch das haben. Und einen fertigen Entwurf von Highwind Level 1. Und nochmal Falcon Level 1. Ich glaube, der war nicht so gut. Medaillen Level 27. Ja. Yeah. Da kriegen wir nochmal ein Gravitas-Gummi. Geschafft. Sparkle Sunshine. Und wir haben die Welt freigeschaltet.
Yay. Und es handelt sich dabei um das Land der Drachen. Eine neue Welt aus Kingdom Hearts 2, die es in Teil 1 nicht gab. Aber einen der Charaktere gab es in Kingdom Hearts 1 sehr wohl. Und zwar, weil die Welt in Kingdom Hearts 1 von der Dunkelheit verschlungen war. Aber wir haben ja die Welten wieder restauriert. Sie sind wieder da. Das heißt, wir können jetzt diese Welt auch betreten und mal gucken, wo eine der Charaktere, die wir aus Teil 1 als Rufenmagie hatten, eigentlich herkommt. Aber das erst im nächsten Part, meine lieben Freunde. Bis dahin, tschüsselchen.